Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute soll es mal um Podcasts gehen, ja? Viele werden sich jetzt denken, ja, neben all den Büchern und Serien und Hörbüchern hört sie auch noch Podcasts. Absolut richtig. Gerade in den Momenten, wo ja die Konzentration auf ein Buch vielleicht nicht gegeben ist, weil man doch da sehr lange einer Geschichte folgen möchte, sollte, müsste, greife ich sehr, sehr gerne zu einem Podcast. Und ich glaube, gerade so im letzten Jahr, ja, ich würde sagen, so das letzte Jahr, sind mir doch einige Podcasts untergekommen, die ich auch probiert habe, die aber nicht immer unbedingt alles so was für mich waren. Und ich habe jetzt so ein bisschen mal beobachtet, zu welchen Podcasts ich zum Beispiel auf Spotify oder auch auf Audible sehr gerne greife, vielleicht mich sogar auf die Folgen freue. Und immer weiß, oh, an dem und dem Tag ist es soweit. Und ich finde, dass Podcast eine ganz, ganz tolle Möglichkeit ist, um so Zeit, die man eben vielleicht einfach nicht mit Radio verbringen möchte oder irgendwas, sondern eben einfach eine Unterhaltung folgen möchte zwischen in der Regel ja zwei Menschen. Ich habe hier eine Ausnahme bei, wo einer wirklich was alleine macht, aber ich habe vor allem welche, wo eben einfach Leute interviewt werden, befragt werden, in einem Dialog sind, und das macht mir einfach großen Spaß, weil man so den Eindruck hat, man sitzt mit diesen Menschen am Tisch. Und das klappt bei Spotify relativ gut. Auch da kann man für alle Geschwindigkeits-Junkies wie mich zum Beispiel bei dem Podcast die Geschwindigkeit hochdrehen, was ich wirklich super finde. Da höre ich in der Regel so bei 1,5 die Podcasts an. Einfach weil natürlich in einem Dialog zwischendrin auch immer mal Pausen entstehen, die manchmal sehr schön sind. Ich komme auch zu einem Podcast, bei dem wird gar nichts an der Geschwindigkeit gedreht. Und ich glaube, sogar bei Audible war es auch möglich. Also auch Audible hat ja seit einem Jahr oder ja, ein bisschen was über ein Jahr, jetzt Podcasts im Angebot. Wenn man da das Abo eben aktiv nutzt, kann man diese Podcasts im Grunde kostenfrei hören. Und auch da habe ich wirklich zwei ganz tolle und interessante Tipps. Und insgesamt habe ich 6 Podcasts herausgesucht, die ich sehr regelmäßig und gerne höre. Und wir starten jetzt mit den ersten 4, die es auf Spotify zu hören gibt. Ich glaube, die kann man sogar auch richtig anhören, wenn man die mit dieser Werbung in Unterbrechung hat, weil das ja nur eine Folge ist sozusagen. Das heißt, es ist dann nicht wie bei diesem Hörbuch hören, was ich jetzt gehört habe nach meinem Vlog, dass dann die Reihenfolge durcheinander ist. Der Podcast ist immer eine Folge und die kann man dann eben auch mit Werbeunterbrechung sich anhören. Ich selbst habe ja dieses Abo mit 9,95 bei Spotify. Daher kann ich das immer so schlecht einschätzen, wie ist das, wenn man das nicht hat. Aber es sollte, soweit ich weiß, keine Probleme machen. Und der erste Podcast ist für mich ein absolutes Highlight. Auf den warte ich wirklich alle 2 Wochen. Und zwar ist das Hörgestalten. Und es geht in diesem Podcast um Stimmen, die wir gerade im deutschen Bereich durchaus kennen. Aus Filmen, aus Hörbüchern, aus Serien, aus Werbung oder sonstige Sprecher, die Dokumentationen sprechen oder ähnliches. Und ich finde das mega, mega spannend. Und ich bin ein absoluter Stimmenfetischist. Und mir geht es auch so, wenn irgendein Schauspieler eine Stimme hat und ich gucke eine neue Serie und ich muss bei dieser Stimme so lange überlegen, bis ich herausfinde, welche Stimme das im Grunde sonst vielleicht zum Beispiel ist. Es gibt ja auch viele amerikanische Schauspieler, die sich einen deutschen Synchronsprecher teilen, und da bin ich, also das muss ich unbedingt wissen, sonst finde ich da überhaupt keine Ruhe. Und ich bin auch jemand, der zum Beispiel ja bei Hörbüchern auf jeden Fall auch gerne Stimmen hört, die im Grunde Schauspielern gehört, also allen voran natürlich Simon Jäger und David Nathan, die ich wirklich immer wieder großartig finde, und ich mir hier eben auch einfach meinen Lieblingsschauspieler dazu vorstellen kann, der mir diese Geschichte vorliest. Und bei Hörgestalten haben wir im Grunde 2 unterschiedliche Interviewer, die eben auch mit Hörbuchproduktionen und sowas zu tun haben, deren Stimmen man aber gefühlt nicht wirklich kennt, und die holen dann eben bekannte deutsche Stimmen sozusagen hervor, also wie David Nathan war jetzt in der letzten aktuellsten Folge, wir hatten auch schon Simon Jäger, wir hatten die Synchronstimme von Ben Stiller. Wir hatten Richard Barenberg, das war der allererste Podcast, den ich gehört habe. Da habe ich gerade die Clifton-Saga gehört und ich glaube, er hat ja Cain und Abel gesprochen. Uwe Teschner, ein sehr bekannter. Wir hatten auch schon die Synchronstimme von George Clooney, dessen deutsche Stimme ich mir einfach nie merken kann. Stefan Bierstedt,
hoffe, es ist jetzt richtig. Und ich finde das großartig. Und natürlich geht es dann auch bei diesen Stimmen darum, wie sind sie überhaupt vielleicht zum Hörbuchsprecher geworden? Haben sie eine Schauspielausbildung, sonstiges? Und es wird sehr viel aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie funktioniert das? Welche Vorlieben hat man selbst? Welche Querelen gibt es vielleicht sogar, wenn man eben einem Schauspieler die Stimme leiht? Hat David Nathan zum Beispiel darüber gesprochen, wie das mit Fluch der Karibik war, wo er ja erst, glaube ich, ab dem vierten Teil Johnny Depp wieder die Stimme gegeben hat, was da hinter den Kulissen so ein bisschen passiert ist. Und das ist mega spannend, sehr unterhaltend. Und auch hier hat man eben eigentlich das Gefühl, Mensch, diese Stimmen, man kennt sie eben von Filmen, von Serie, von Hörbüchern. Und man erfährt eben so ein bisschen einfach einen Hintergrund von diesen Menschen. Und das finde ich mega, mega spannend. Und zum Beispiel gerade bei David Nathan, wenn der auf einmal anfängt zu Berlinern. Da sitzt man so da und denkt sich, das klingt irgendwie komisch. Und so verliert dann David Nathan auch den Reiz des Christian Bale. Ja, super spannend, macht mir unglaublichen Spaß. Und eine Folge dauert, glaube ich, immer rund 1,5 Stunden. Und ich genieße das sehr, meistens auch so auf 2 Etappen gehört und finde das wirklich ganz, ganz toll. Und besonders auch so zum Einschlafen oder morgens zum Fertigmachen ist das sehr schön, weil man muss nicht so ganz konzentriert im Grunde dabei sein, ist aber in dieser Unterhaltung so involviert. Ja, der zweite Podcast, den ich euch vorstellen möchte, der geht so ein bisschen um Persönlichkeitsentwicklung und nennt sich A Mindfulness. Und mag ich sehr, sehr gerne, ist von Daria Daria. Mir hat diese Frau vorher überhaupt nichts gesagt. Es ist aber ein sehr, sehr spannender und in sich gehender Podcast. Ich kann den nicht in voller Dröhnung immer wieder hören. Ich habe so meine Momente, wo ich gerne zu mir finden möchte, wo mich auch ein Thema zum Beispiel auch einfach sehr anspricht und dann finde ich das mega spannend. Also ich mache ja so seit 2,5 Jahren, bin ich ja gerade auch so auf dieser Minimalismus-Schiene, auf diesem, was tut mir gut, von was möchte ich mehr haben, von was tut es mir besser, wenn ich es reduziere und ähnlichen Dingen. Und ich finde diesen Podcast dahingehend wirklich sehr spannend, dass das so aus dem Leben gegriffen ist. Es ist nicht so hochtrabend und es macht einfach Spaß, da den Gedanken zu folgen. Und sie kommt auch gerne mal so ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendstel und verläuft sich so ein bisschen und es ist aber durchaus immer wieder spannend und geht eben dann auch um diese Themen, die sie aufgreift. Und ich glaube, bei ihr kommt auch alle 2 Wochen, denke ich, eine neue Folge. Und ich mag halt auch einfach so dieses nachhaltige Leben. Also jetzt nicht unbedingt Zero Waste. Ich glaube, dass das gefühlt sehr anstrengend ist, um das durchzusetzen. Aber so Denkanstöße, über die man mal nachdenken kann, die man irgendwie versuchen kann, vielleicht auch umzusetzen. Ich finde, das macht Daria Daria sehr, sehr gut. Und ich mag auch ihrer Stimme sehr gerne lauschen. Und ich finde das gerade so, wenn man auch einfach in der Sonne sitzt zum Beispiel und sich einfach mal so einen Podcast eine Stunde anhört. Ich finde, das hat etwas sehr Entspannendes, aber gleichzeitig hat man so etwas für sich getan. Man nimmt neue Impulse aus, man bekommt neue Gedankengänge, man denkt darüber nach, was gesagt wurde. Und ich finde, das ist eben auch durchaus wichtig, so eine Persönlichkeitsentwicklung. Es ist ja im Grunde wie Sachbuchlesen, wenn man so möchte, also wenn man das so bezeichnen möchte. Und das, finde ich, macht dieser Podcast wirklich großartig. Ich höre hier tatsächlich nicht unbedingt jede Folge an. Es gibt auch einfach Themen, die mich manchmal gar nicht interessieren oder ich mir auch denke, ach, manches ist mir dann auch zu konstruiert, sage ich mal, wenn man halt nur dieses Thema aufgreift, weil es gerade so gehypt ist in diesem Mindful-Bereich. Aber ich finde den toll. Also ich kann den absolut empfehlen. Ich denke, gerade so für Anfänger auch in diesem Thema ist da auf jeden Fall was Hörenswertes dabei. Und es gibt ja schon unglaubliche viele Folgen, also von allen Podcasts. Das heißt, wenn man jetzt anfängt, würde ich schon immer so ein bisschen empfehlen, vielleicht sich so die erste Folge mal anzuhören und dann so, manche greifen ja auch so ein bisschen oder bauen so aufeinander auf. Das macht durchaus Sinn, die so ein bisschen in der Reihenfolge anzuhören. Außer natürlich wie jetzt bei Hörgestalten, wo man sagt, oh, mich interessiert explizit dieser Sprecher, diese Sprecherin. Dann kann man zum Beispiel auch einfach reingreifen. Das ist auch bei einem der nächsten Podcasts der Fall. Aber bei Mindfulness macht es, glaube ich, schon Sinn, so ein bisschen von vorne sich nach hinten durchzuhören und dann irgendwann auf dem neuesten Stand zu sein. Auch bei Herrengedeck ist das, finde ich zumindest, der Fall, denn dieser Podcast ist einfach großartig. Das sind 2 Mädels, die in Berlin wohnen und sie machen irgendwas mit Medien und ich finde das ganz, ganz großartig, wie die beiden das so rüberbringen. Und man sitzt mit beiden einfach am Küchentisch und trinkt ein Käffchen. Das sind Frauen ganz von der Idee her so ein bisschen, als würde man die belauschen.
Also man kennt es ja vielleicht im Zug oder auch in der Bahn, also halt in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Neben einem sitzt eine Gruppe Mädels und die unterhalten sich angeregt und man lauscht so ein bisschen und denkt sich bei den Mädels aber, ey, das ist ja mega spannend, coole Ansichten auf die Welt, coole Alltagsdinge, die passieren, die sie eben irgendwie betiteln und benennen und man möchte sie nicht schütteln. Es gibt ja durchaus auch Jugendliche, die man im Bus gerne mal schütteln möchte. Das hat man hier gar nicht, sondern man würde sich eben am liebsten dazu setzen und das finde ich bei Herrengedeck wirklich großartig, denn das sind so aus dem Leben gegriffene Themen, die auch rund um Berlin spielen und ich war ja jetzt doch in letzter Zeit öfter mal in Berlin, was ich einfach für eine super, super schöne Stadt halte, wenn man dort als Besucher ist. Das möchte ich klar unterstreichen. Ich glaube, ein Leben dort kann ich mir nicht vorstellen. Dazu ist es mir zu groß, zu viele Menschen, auch zu laut und auch viel zu viel öffentliche Verkehrsmittel. Das ist einfach so gar nicht meine Welt. Und hier so ein bisschen lauschen und dann eben so dieses Berlin, das ich gerne habe, so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, das macht mir bei Herrengedeck großen Spaß. Und ich lausche den Mädels, glaube ich, jetzt locker noch nicht ganz ein Jahr, würde ich sagen. Ich denke, das hat so im Winter 17 angefangen, aber ich höre immer wieder gerne, nicht unbedingt jede Folge, aber ich höre immer wieder gerne rein und gucke dann eben, ja, ist denn das irgendwie so eine Folge, die ich irgendwie packt und fesselt und wie sind die Mädels drauf und manchmal ist das wirklich so, wie man stößt zu Freunden an den Tisch und die unterhalten sich noch ein Stückchen weiter und man lauscht das so schön und das macht einfach unglaublichen Spaß und ich finde die beiden auch wirklich super sympathisch. Und ja, auch einfach so die Themen, die sie aufgreifen, das ist so wie, was wir halt alle so für Sorgenprobleme und welchen Spaß wir einfach haben. Und der letzte Podcast aus Spotify, ich muss natürlich auch dazu sagen, ich weiß nicht, ob man die auch woanders hören kann. Also ich weiß, dass man viele Podcasts auch über iTunes auf den Apple-Geräten hören kann. Ich weiß, dass manche Podcasts auch zum Beispiel auf YouTube ihre Videos hochladen. Ja, das weiß ich. Es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, Podcasts zu hören. Ich kann jetzt natürlich nur so von meiner Anwendung sprechen, die eben auf Spotify und Audible ist. Und wenn euch eins interessiert und ihr kein Spotify irgendwie habt, dann guckt gerne, wenn es euch irgendwie interessiert, auf anderen Plattformen. Also, ne, das möchte ich nur noch mal dazu sagen. Und der letzte Podcast auf Audible ist dann Weltwach, Abenteuer, Reisen, Leben. Und wer vielleicht schon länger auf meinem Kanal mit dabei ist, der weiß, dass ich ein großer Fan von Erik Lorenz bin, der ja gerade mit seinen Reisebüchern mich so vor, ja, 1,5 Jahren absolut gecatcht hat. Das erste Buch war ja von ihm, wie er mit dem Motorrad durch Laos gefahren ist. Und ich habe ja seitdem wirklich einiges von seinen Büchern oder auch von seinen Reisesammlungen sozusagen gelesen. Er nimmt sich ja auch oft ein Land vor und lässt unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen von Einheimischen, von Touristen, von Leuten, die da geblieben sind, von Leuten, die wieder weggegangen sind aus diesem Land mit Tipps und Tricks und ja, was so irgendwie die Unterschiede sind. Und ich hatte Erik Lorenz letztes Jahr auch hier auf meinem Kanal zu einem Interview und da hat er schon so ein bisschen danach erzählt, dass es da eine Planung gibt eben mit diesem Weltwach und das ist eine Community, die es auch auf Facebook als eine Gruppe gibt. Es gibt hier auch einen YouTube-Kanal dazu, also hier auf dieser Plattform und er hat eben auch diesen Podcast, wo er eben Abenteurer, Reisenden ja, im Grunde irgendwie Fragen stellt und das ist wirklich unglaublich spannend. Also ich glaube, die aktuellste Folge, die ich jetzt gesehen habe, da war ich wirklich mit dem Ohr an den Lippen gehangen. Da ging es um einen jungen Mann, der von Deutschland nach Tibet gegangen ist, also wirklich im Laufschritt und eben das langsame Gehen sozusagen dazu verwendet hat und ohne Geld auszugeben. Also er hat bei Familien übernachtet, er hat in Gaststätten übernachtet, wenn die ihm das angeboten haben, er hat im Zelt übernachtet und er ist diesen Weg gegangen, um dann eben irgendwann in Tibet anzukommen. Er hat manchmal leider auch den Zug zum Beispiel verwenden müssen, weil es einfach wie Indien sehr, sehr groß gewesen wäre und er das überhaupt in gar keiner Zeit hätte geschafft. Aber das war eine unglaublich spannende Folge. Er hatte auch schon Reinhold Messner in einem Interview. Er hatte auch schon Ranga Yogeshwar, der vielleicht manchen auch ein Begriff ist. Und so hat er natürlich wirklich große Abenteurer zu Interviews, aber eben auch unbekannte, kleinere, die aber dennoch eine geile und spannende Geschichte zu erzählen haben. Und ich lausche diesen Podcast regelmäßig unglaublich gerne. Also Weltwach, wenn da eine neue Folge online kommt, da bin ich gefühlt wirklich die Erste, die da lauscht. Und einfach, weil ich auch die Fragestellen
Fragestellung von Erik super sympathisch und interessant finde und er oftmals einfach Fragen findet, die mich auch interessieren. Und das ist natürlich auch immer ganz wichtig, das muss man ja ganz klar sagen. Es gibt ja nichts Langweiligeres, als wenn ein Journalist Fragen stellt, die einen überhaupt nicht interessieren und man denkt sich, naja Mensch, aber ich hätte hier die Frage, die und die und die. Und bei Erik ist da so eine ganz, ganz tolle Mischung und ich liebe, liebe, liebe diesen Podcast. Beziehungsweise gibt es eben hier auch diesen YouTube-Kanal, wo eben diese Podcasts auch aufgezeichnet sind und man das Interview sozusagen mit beiden live im Grunde sieht, was ich durchaus auch gerne mir angucke, je nachdem, welches Medium ich eben einfach nutzen möchte. Also Reinhold Messner fand ich super, mir das im Grunde auch auf dem Fernsehen anzugucken. Es ist im Grunde wie eine Dokumentation gewesen, fand ich großartig gemacht. Bei manchen reicht es im Grunde eben auch einfach aus, wenn man sie hört. Also ich finde, ne, das ist das Medium einfach ein anderes und ja, das kann ich absolut empfehlen, wer gerne reist oder wer vielleicht gerne einfach mitreist und sich mitnehmen lässt und vielleicht gar nicht selbst die Möglichkeiten hat, ja hier so 13.000 Kilometer, glaube ich, waren es, zu Fuß zu laufen, aber diesen Weg gerne mitgehen würde, der, denke ich, ist bei Weltwach absolut richtig. Und auch die Facebook-Gruppe ist sehr, sehr spannend gestaltet und da werden auch viele Dinge, Tipps und Tricks und Sachen geteilt. Und ja, ich bin auch sehr gespannt auf das neue Buch von Erik und ja, finde ich aber einen großartigen Podcast, beziehungsweise eben so diese verschiedenen Medien, die es hier einfach gibt, die müssen hier einfach Erwähnung finden. Auf Audible gibt es ja auch die Möglichkeit, Podcasts zu hören und viele werden jetzt erwarten, dass bei mir hier Dennis Scheck auftaucht oder andere Podcasts, die es irgendwie mit Büchern zu tun haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, nein, ich bin überhaupt kein Fan von Dennis Scheck. Ich mag seine Art, wie er zum Beispiel über Bücher spricht oder über Leser manchmal spricht, die mag ich überhaupt nicht. Und ich habe, glaube ich, ein, zwei Folgen mir angehört damals von Dennis Scheck. Dachte mir aber, nee, mit dem kannst du irgendwie nicht warm werden. Und deswegen ist jetzt überhaupt, glaube ich, gar kein Podcast dabei, der irgendwas mit Büchern zu tun hat. Der erste Podcast, der mir auf Audible unglaublich gut gefällt, ist Blaupause. Und das sind eben auch alles Audible Original. Das heißt, ich glaube, die findet man tatsächlich nirgendwo anders, nur auf Audible. Ich glaube auch, man kann die auch kaufen, wenn man gerade kein Abo hat oder kein Guthaben hat, beziehungsweise Guthaben, glaube ich, braucht man nicht, aber wenn man in einer Abo-Pause ist, kann man die dennoch für ein Guthaben zum Beispiel kaufen. Also es macht schon Sinn, vielleicht zu warten, bis das Abo wieder aktiv ist, weil dann hat man in dem Fall zum Beispiel in der ersten Staffel 24 Folgen, die veröffentlicht sind oder eben nach und nach veröffentlicht werden, was ich super finde. Und ich finde bei Blaupause zu einem wirklich den Sprecher grandios und auch die Themen zu Blaupause. Also da geht es um Menschen, die sich einfrieren lassen wollen. Es geht um Menschen, die merkwürdige Ernährungsformen haben und Menschen, die in einer Utopie irgendwie leben, die sich das Leben eben so gestalten und einfach, ich sag jetzt mal, positiv anders sind als vielleicht der Durchschnittsmensch und die im Grunde einfach so ein bisschen ihr Leben, ihre Erfahrungen näher bringen, wie sie dazu gekommen sind, was der Beweggrund dafür war und wie man das vielleicht auf das ganze Leben oder die Menschen, das ganze Leben der Menschen irgendwie ausweiten kann. Und das sind Themen, die ich unglaublich spannend finde, auch nicht durchgängig alle, gar keine Frage, aber die ich spannend finde, andersartig finde und einfach mal, ja, so dahinter die Kulissen gucken möchte. Also einfach mal wissen möchte, wie könnte das wirklich funktionieren mit diesem Einfrieren lassen. Und das fand ich damals wirklich mega, mega spannend. Und dann gab es ja auch ein, zwei Science-Fiction-Bücher, die sich um dieses Thema Einfrieren immer mal wieder beschäftigen. Und das fand ich wirklich großartig, denn es wird hier im Grunde irgendwie ein Blick in die Zukunft geworfen. Und ja, das hat so ein bisschen was von Zeitreise und von Science-Fiction. Und das hat mir wirklich großen, großen Spaß immer wieder gemacht. Also ich habe einige Folgen gehört, wie gesagt, nicht alle 24, aber einige Folgen gehört und ich fand das immer wieder ja super gemacht, rübergebracht und auch wirklich vom Erzählstil sehr, sehr packend und spannend. Und mir macht Blaupause auf Audible wirklich großen, großen Spaß. Kann ich absolut nur empfehlen. Und der letzte Podcast-Tipp auf Audible ist etwas, was gerade für Menschen interessant ist, die zum Beispiel meditieren lernen wollen. Also das war ein Podcast, den ich, also erst dachte, brauche ich den? Ich habe eine gewisse Meditationserfahrung, den ich aber absolut gefeiert habe. Selbst als erfahrener Meditationsmensch habe ich Impetus absolut gefeiert. Das heißt ja so schön, einfach meditieren lernen, Meditation to go. Das ist zumindest die erste Staffel, die, glaube ich, auch 24 Folgen hatte. Und wir haben hier den Sprecher Oliver Wunderlich, der selbst auf eine lange, lange, lange Zeit Meditation zurückgreifen kann, seine ganzen Erfahrungen und Tipps
mitbringt und eben erst so ein bisschen was erzählt zu irgendwas ganz Alltäglichen, sag ich mal, also schon was irgendwo so mit dem Leben zu tun hat, mit Veränderungen, die sich durch die Meditation ergeben, mit Dingen, auf die man dann vielleicht achtet oder nicht, die man also na, irgendwie auch aus seinem ja, Lebensschatz irgendwie erzählt. Und dann kommt eben diese Meditationsübung und man beginnt ganz klein mit einer Minute Meditation. Dann setzt auch im Grunde ja, dieser Podcast gefühlt aus. Er fängt mit einem Schlag auf einer, jetzt fällt mir das Wort nicht, also nicht keine Troppe, keine Glocke. Ach ja, also auf jeden Fall mit einem Schlag fängt dann die Minute an. Und dann beginnt man eben das umzusetzen, was man vorher gehört hat, wie Meditation funktioniert. Und das steigert sich. Ich glaube, am Ende ist man dann bei irgendwann mal bei 10 Minuten. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Und dann gibt es eine zweite Staffel und ich glaube auch eine dritte, bei der bin ich aber noch nicht angekommen. Und das fand ich sogar als jemand, der doch schon vielleicht 5, 6 Jahre meditiert und eigentlich denkt, ach, ich weiß schon so viel darüber und auch eigentlich denkt, dass ich schon weiß, was das für eine gute Wirkung hat. Ich fand das unglaublich motivierend. Ich habe wirklich mit ihm nochmal angefangen. Ich habe in der Regel Impetus immer morgens angemacht, habe so zum Aufwachen mir seine Geschichte angehört und habe dann eben diese Meditation gemacht. Und ja, natürlich fällt mir eine Minute meditieren, also das ist für mich gefühlt ja nichts mehr, muss man ganz ehrlich sagen, das ist natürlich einfach von den Jahren her, aber ich fand diese Idee großartig und finde die großartig, dass man so Menschen ans Meditieren heranbringt und was das für eine Wirkung hat und er dann eben auch ja, so mit einem einfach spricht. Zudem hat Oliver Wunderlich eine unglaublich sympathische, offene und gesprächige Stimme, die mir ganz viel Spaß gemacht hat. Also ich lausche ihm unglaublich gerne, ich gehe da wirklich mit. Es ist auch so, dass ich manchmal mir durchaus, wenn ich Zeit hatte, auch 2 Folgen angehört habe von ihm und auch wirklich so diese Zwischenmeditation dann sozusagen gemacht habe. Ich fand das wirklich großartig. Mir hat Staffel 1 sehr, sehr gut gefallen. Da war noch ein bisschen mehr Geplausche, war noch so ein bisschen, dass man ihn kennenlernt. Bei Staffel 2 konzentrierte es sich dann schon mehr auf die Meditation. Staffel 3, wie gesagt, habe ich noch nicht angefangen, aber finde ich wirklich großartig. Ich weiß auch gar nicht, ob die dritte Staffel schon da ist oder ob die erst kommt. Ja, besonders schön finde ich auch, es gibt geführte Meditationen, was ja an und für sich keine echte Meditation ist. Also wenn einem jemand zum Beispiel durch eine Traumreise führt, also durch ein Feld, über den Strand, wir waren auch mal im Weltraum, und man sich eben auf diese ja, Sache konzentriert und die Dinge vor Augen sieht und es Auswirkungen eben auf den Körper gibt. Und das ist natürlich keine, also ein echter Meditationsmensch sagt, dass eine geführte Meditation keine echte Meditation ist. Aber ich finde eine geführte Meditation manchmal sehr, sehr hilfreich, gerade wenn einfach der Geist nicht zur Ruhe findet, man nicht diese Leichtigkeit hat. Und das hat man sogar als jemand, der das schon 5 Jahre tut. Und dann finde ich so eine Traumreise, so eine geführte Meditation wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe gerade in der ersten Staffel, mochte ich unglaublich die Meditation im Weltraum. Und die habe ich, glaube ich, mittlerweile auch schon 10, 12, 14 Mal gehört, weil ich die einfach ganz, ganz toll finde. Und ich dann auch jemand bin, wenn zum Beispiel im Solarium liege und denke, jetzt tut dir so ein Gedankenkarussell abschalten gut, dann schalte ich genau diese Traumreise sozusagen ein und höre mir die dann im Grunde unterm Solarium an und verweile so in mir und in meinem Geist. Und ich kann Impetus absolut empfehlen. Es macht wirklich großen Spaß. Wer mit Meditation anfangen möchte, wer da Infos gerne hätte, wer das einfach mal oder sich einfach nochmal neu motivieren möchte, der ist hier absolut richtig und der wird mit Impetus auf jeden Fall viel Spaß haben. Und das waren sie nun auch schon, die 6 Podcast-Tipps von mir. Vielleicht ist ja das ein oder andere für euch dabei. Dann könnt ihr natürlich das gerne mal ausprobieren. Lasst mir auch gerne eure Erfahrungen mit Podcaster. Vielleicht habt ihr ja auch noch tolle Empfehlungen und wo ihr sagt, Mensch, das und das wäre aber vielleicht auch noch was so zu diesen und jenen irgendwie passt. Hör da mal rein. Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich wäre da sehr gespannt, sehr neugierig und ja, ich höre mir auf jeden Fall gerne auch mal was Neues an. Gar keine Frage, solange es eben einfach unterhaltsam ist und so ein bisschen zu mir und meinen Themen passt. Und ich hoffe auch, dass euch dieses Video jetzt irgendwie so ein bisschen gefallen hat, auch wenn es nicht ganz buchtechnisch sozusagen ist. Aber ich denke, Podcast fällt ja auf jeden Fall auch noch irgendwo in den Bücherkontext mit hinein. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht solche Tipps und Tricks irgendwie öfter einfach mal sehen wollt oder eben einfach solche Empfehlungen vielleicht auch zu anderen Themen. Dann könnt ihr ja da gerne auch mal was in den Kommentaren schreiben. So, und jetzt danke ich euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.